So, willkommen zur Frühstücksbörse. Einen wunderschönen guten Morgen hier. Und ja, in dem Fall kurze Bitte um Entschuldigung hier, ein bisschen spät gerade. Musste gerade eben nochmal für meine lieben Kollegen auf Zypern etwas organisieren. Und zwar freuen sich heute unsere Kollegen hier aus dem Backoffice von mir auf einen Strauß Blumen. Hoffentlich freuen sich jedenfalls, aber gerade mit meinen Kontakten auf Zypern einen Strauß Blumen organisiert und das Ganze entsprechend natürlich hier delivered am Morgen. Foto folgt entsprechend später, Foto folgt später dann über Telegram beziehungsweise hier unter uns natürlich im Chat. Also, wie gesagt, die Kollegen hier sind hoffentlich alle jetzt nicht im Chat dabei. Nee, ich sehe hier keinen oder keine vielmehr. Und zwar Xenia, Persia und Rosula logischerweise, die mir hier oftmals die Hände ausstrecken und für mich hier ein Stück weit Unterstützung leisten. So, betrifft sie nicht heute, sondern in den Aktienmärkten geht natürlich so einiges auf der Long-Seite weiter. Was sehen wir? Wir sehen auf der Aktienseite, dass der DAX heute sich weiterhin nach oben präsentiert. Und zwar sehen wir durchaus hier Potenzial auf der oberen Seite und ich könnte mich dann fast wieder ein bisschen beißen. Nils ist gerade hier, genau, Nils, etwas später aufgewacht heute. Wir sehen hier auf der Oberseite Ausbruch im Chart. Und zwar sehen wir hier auf der oberen Seite eine ganz klare Trendtendenz. Und ich habe es gestern auch hier im kleinen Kreis auch noch gesagt, dachte noch, Mensch, der Aktienmarkt im DAX dürfte doch eigentlich sich weiter bewegen. Wir haben eine Dreiecksformation. Wir haben gestern hier eine Pinnbarkerze, die nach oben deutet. Und dann deutete eigentlich alles drauf hin. Nur der einzige Hornochse, wahrscheinlich bin ich, der hier gestern nicht in den Markt gestiefelt ist, raketentechnisch wie immer in den letzten Tagen geht oder ging es hier auf der Long-Seite weiter und das sieht auch eigentlich weiterhin danach aus, als dürfte das hier der Fall sein. Einsteigen würde ich jetzt eigentlich per se erst einmal nicht. Trotzdem sehen wir natürlich hier auf der oberen Seite im Widerstandsbereich eine grüne Laterne hier oben und zwar genau dort am Tageswiderstand hier, der ATR. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Average True Range, also die durchschnittliche zu erwartende Handelsrange basierend auf den Handelskerzen in der Vergangenheit hier am Widerstand dürfte man davon ausgehen, dass sollte der Markt sich heute stark nach oben bewegen, dass dann hier oben Schluss sein dürfte. Sollte der Markt fallen, dürften wir davon ausgehen, dass hier unten Schluss sein würde. Das Ganze basierend natürlich hier auf die letzten Handelskerzen hier, die in die Berechnung einbezogen werden aufgrund der Volatilität, also der vorangegangenen Schwankungsbreite. Heißt, je mehr der Markt schwankt nach oben und nach unten, desto weiter gefasst wird dann entsprechend auch hier der ATR präsentiert. Auf der anderen Seite sollte der Markt sich geringfügiger bewegen, wie zum Beispiel diesen Handelsbereich hier, wird natürlich dann in die Zukunft gesehen, der ATR hier eher näher zusammengezogen zum aktuellen Marktpreis. Wie dem auch sei, das Ganze sieht weiterhin positiv aus und wir sehen hier auf der oberen Seite den ATR bei knappen 12.000 oder knappen 13.000 Punkten hier nach oben und das würde natürlich einhergehen mit dem Widerstandsbereich im deutschen Aktienindex. Positiv, wie gesagt, dürfte es dort weiterlaufen. Positiv auf der Long-Seite sieht es erst einmal aus. Gucken wir uns das Ganze an im S&P 500. So sehen wir auch hier leichtes Positives auf der Long-Seite, was einen Handelsausbruch anbelangt. Allerdings bin ich da weiterhin und bleibe weiterhin hier eher mit meiner Seitwärtsbetrachtung. Diejenigen, die in den letzten Tagen dabei gewesen sind, haben es mitbekommen. Ich kümmere mich ja gerade auch ein Stück weit hier um die zyklische Betrachtung hier an den Märkten. Und da besagt die aktuelle Erwartungshaltung immer noch Seitwärtspotenzial bis Mitte Juli und dann Mitte Juli bis Mitte August, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, sollte nochmal eine Korrekturphase hier erfolgen, bevor der Markt generell eventuell zulegen könnte. Das heißt, hier bin ich weiter in der Erwartungshaltung, dass wir uns auf der Short-Seite bewegen, heißt natürlich hier auch ganz klar, jetzt vorm Wochenende erwarte ich nicht unbedingt starke Zunahmen hier im Preis, denn der Dow Jones entsprechend macht es uns ebenso schon hier eine gewisse Weise lang vor. Im Dow Jones haben wir gestern auch gesehen, dass der Markt sich zwar präsentieren konnte, zwar positiv, aber nach wie vor hier in der leichten Korrektur respektive Seitwärts-Abwärtsphase quasi erwartet wird. Das wäre hier die Haltung, die ich im Dow Jones einnehme. Auf Wochenbasis sind wir weiterhin unterhalb der Unterstützungszone. Das dürfte sich jetzt eigentlich in dieser Woche kaum großartig nach unten präsentieren, denn heute ist der Feiertag in den Vereinigten Staaten. Das heißt, großes Volumen dürfte heute nicht in den Markt kommen. Dann heißt das Ganze hier für mich, schauen wir weiterhin auf der Langzeitebene, was passiert. Und hier sehe ich nach wie vor, wenn auch ein wenig verdeckt, was heißt das?
heißt der freistehende Teil hier der Pinnbar-Kerze, hat grob gesehen nur 1, 2, 3 Handelskerzen, die eine gewisse freie Handelszone dort anzeigen, in der vorab also kein Preis gefunden wurde. Im Vergleich dazu beispielsweise könnte man so etwas nehmen, hier keine zu handelnde Handelskerze, aber hier würden wir sagen, dass wir den gesamten Handelspreis hier quasi auf der linken Seite als freistehende Ebene haben, und das zeigt generell eher an, dass wir uns in einem Terrain hier befunden haben, in dem vorab noch keine Preise gehandelt haben, das heißt, wir waren noch nicht auf diesem hohen Niveau unterwegs, und das deutet dann entsprechend auch an, dass der Markt eher tendenziell vielleicht diesen Handelsbereich respektieren könnte. Gleichwohl, dass hier als solches eine Handelskerze wäre, die ich nicht gehandelt hätte, weil einfach dieser Docht nicht lang genug ist. Trotzdem hätte sogar hier diese Variante in einer Short-Position hier funktioniert. Im Gegenzug dazu passt hier die Handelskerze gerade, sieht als eine reine, astreine Verkaufskerze super aus, aber hat, wie gesagt, zu wenig freistehenden Raum, da wir bis vor kurzer Zeit hier Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres ja sogar noch in diesem Handelsbereich Preise gesehen haben. Also wir befinden uns hier nicht in einem neuen Handelsterrain, sondern in einem Bereich, der bereits hier bis vor geraumer Zeit behandelt wurde. Parallel dazu könnte man nochmal hier etwas zeigen, was auch gut aussieht, zum Beispiel der Bereich hier. Hier stellen wir fest, dass wir einige Handelskerzen, gibt es keine Daumenregel, aber dass wir hier einen gewissen langen, längeren Zeitraum nicht in diesem Handelsbereich gehandelt haben. Ergo hat das Ganze hier eine durchaus positive Signalwirkung, die dann durchaus hier zum Handeln anregen sollte. So, das ein bisschen hier rückblickend zur Charttechnik. Was ist ansonsten los? Ansonsten gibt es weiterhin Informationen aus den Vereinigten Staaten. Scheinbar dort Maskenpflicht erst einmal auf breiterer Front eingeführt. Dann gibt es weiterhin Informationen natürlich hier aus China. China massiv dabei, sich über Großbritannien zu ärgern. Großbritannien hat ja gesagt, im Hongkong-Konflikt würde man bis zu 3 Millionen Hongkongern quasi Asyl anbieten. Die könnten also entsprechend nach Großbritannien ziehen und dort den Konflikt weiterhin entgehen. Das Ganze dürfte uns noch eine gesamte Weile hier entsprechend betreffen und eine ganze Weile auch in Sicherheit weiter zu den groß angelegten geopolitischen Spannungen führen. Die Aktienmärkte interessiert das derzeit nicht, wird auch mit Sicherheit kaum erst einmal bis dort vielleicht weitere Säbelrasseln geben dürfte, nicht zu größeren Problemen führen. Im Gegenteil, ich sehe dort den Einwand entsprechend natürlich auf der einen Seite berechtigt, auf der anderen Seite sehen wir aktuell ja seit einigen Jahren eigentlich schon, dass die großen Konflikte insgesamt nicht unbedingt durch London befeuert, aber natürlich durch die außenpolitische Haltung seitens der US-Amerikaner weiter befeuert werden. Man muss sich weiterhin fragen, natürlich hier, inwiefern dort die Amerikaner wirklich eine taktisch positive Außenpolitik verfolgen und wirklich eine eigenmächtige Staatenbildung weiterhin fördern oder ob es einfach danach geht, insgesamt Konflikte entsprechend weiterhin zu entzünden. Einen eigenen Krieg auf einem eigenen Boden hatten die US-Amerikaner bisweilen noch nie, aber eine der größten Waffenindustrien weltweit. Da kann durchaus der ein oder andere vielleicht Zusammenhänge sehen. Kritiker sagen ja, wie gesagt, dass es dort weiterhin entsprechend ein Ablenkmanöver der eigentlichen Schwächen, der eigentlichen Wirtschaftsaktivitäten sein und zeigen dürfte. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite, wie gesagt, sehen wir natürlich gerade hier mit den Notenbanken, und das entsprechend kein Geheimnis. 3 Dollar Wirtschaftswachstum, beziehungsweise andersrum, 1 Dollar Wirtschaftswachstum wird aktuell auf der US-Ebene mit 1 Dollar subventioniert durch billiges Geld durch die Notenbanken gefördert. Das heißt, durchaus eine Art der Zwangsbeatmung. Dort in der Automobilindustrie würde man ein zwangsbeatmetes Auto natürlich hier entsprechend gerne haben wollen. In der Wirtschaft weiß ich nicht, ob das dauerhaft zum Erfolg führen kann. Aktuell sehen wir natürlich, wie die Zahlen sich weiter bewegen. Airbus muss entlassen, scheinbar bis zu 15.000 Leuten bis im nächsten Jahr. Die Ölindustrie in den Vereinigten Staaten, vor allem die Shale Oil Industrie dort relativ kaputt, wird trotzdem entsprechend durchgefüttert. Die Unternehmensanleihen entsprechend werden trotzdem unterstützt seitens der Federal Reserve. Das heißt, man hat die gesamte Zeit eine Art Wirtschaftssystem, was durchaus mit einer besagten Zombifizierung weitergehen dürfte, und diese dauerhafte Zwangsbeatmung, das dauerhafte Durchschleifen, wie in einer Schulklasse sich immer an dem Schlechtesten zu orientieren, führt tendenziell nicht dazu, dass man die Stärksten in dem Klassenverband dort fördert, sondern eher, dass man natürlich ein mittelmäßiges Niveau einigermaßen führt und entsprechend damit einhergehend nicht unbedingt positives Wirtschaftswachstum fördert.
wirtschaftlich übersetzt gesehen haben wir dann die Art der Zombifizierung, wie es in Japan der Fall ist. Schauen sich die Aktienmärkte in Japan an, in den letzten 20, 30 Jahren kaum entsprechend stark nach oben sich bewegend, aber natürlich durch die große Staatsverschuldung. Und genau das Gleiche sehen wir aktuell ja auch in den USA, eine Verdoppelung alleine des Balance Sheets der Federal Reserve. Insgesamt also durchaus Punkte, die und das durchaus das, was einige Kritiker sagen, die dazu führen könnten, dass mittelfristig, und da sehe ich durchaus die Möglichkeit, gerade das durchaus möglichst aktuell hier die europäische Seite, wenn sie zusammenwächst, ein Gegengewicht führen dürfte. Ich hoffe nur inständig, dass sich alsbald auf die eigene Stärke in Europa ein Stück weit mehr quasi gezogen werden kann und Europa ein durchaus besseres Gleichgewicht dort findet im außenpolitischen Verband und nicht nur diese opportunistische Politik weiterhin vollzieht, die entsprechend natürlich nicht unbedingt für eine starke Schlagkraft Europas, wirtschaftliche Schlagkraft Europas führt und dann natürlich auch mal wiederum hier einen starken Euro zu sehen. Kritiker sagen ja, ein starker Euro würde der Wirtschaftsleistung nicht unbedingt gut tun. Auf der anderen Seite sehen wir auch, was in der Schweiz los ist und wir sehen vor allen Dingen natürlich, was sich alleine an einer Kaufkraft positiv quasi dreht, wenn eine Währung stark ist. Denn mit einer starken Währung im Außenverhältnis lässt sich natürlich entsprechend so eben eine stärkere Abhängigkeit im Ausland gegenüber verkaufen, denn mit mehr Einkaufsvolumen, mit größerer Handelskraft einer starken Währung kann man entsprechend ebenso außenpolitisch anders agieren. Stichwort Singapur, die ihre Währung ja durchaus interessant und vor allem sehr stabil managen, gerade die Notenbank in Singapur, die dort, wie gesagt, im Außenverhältnis ein anderes Gleichgewicht dort mit der Binnennachfrage kombiniert. Das Ganze nicht unbedingt verkehrt anzusehen. Das Ganze macht auch aktuell natürlich durchaus Sinn. Wenn ich selber schaue, als ich nach Singapur gekommen bin, das erste Mal 2006, gab es für einen Euro 2,20 Singapur-Dollar, aktuell sind es 1,50, 1,57, auf dem Niveau haben wir uns jetzt seit einiger Zeit eingependelt. Sie sehen also selber, inwiefern hier meine Euro-Zahlungsfähigkeit in Singapur dann diametral einem preissteigenden Niveau in Singapur gegenübersteht. Beispielsweise Kneipe, Bier in Singapur, 17, 18 Singapur-Dollar aktuell. Vor 10 Jahren waren das 12 Singapur-Dollar und da gab man dann entsprechend für meine 12 Singapur-Dollar kostete ein Bier quasi wie in Deutschland 3, 4 Euro, 5 Euro vielleicht. Aktuell hat sich das Ganze dann ein Stück weit verschoben und kriege ich quasi für meine Euro in Singapur nichts mehr wirklich als Gegenwert. Das kann man vielleicht im Vergleich einmal auch mal wirken lassen. Wie gesagt, Teuerungsrate für europäische Unternehmen in Asien gerade aufgrund des Währungsverlustes nicht außer Acht zu lassen, denn viele Unternehmen haben ja auch in Singapur, was nicht der Nabel der Welt ist. Wenn man jeden Singapuri fragt, der würde das natürlich so bestätigen. Aber ganz klar, eine sehr starke, teure Veranstaltung dort, Unternehmenskomplexe in den Stadtstaat in Südostasien quasi zu verlegen, respektive aufrechtzuerhalten. So, in den Devisenmärkten sehen wir im Pfund eine leichte Gurkerei nach unten. Und ich sehe nach wie vor hier, dass die Short-Seite im Pfund eher passen dürfte. Wir hatten gestern ja die Non-Farm Payrolls, haben uns da ein wenig zurückgehalten, vielleicht mal kurz hier im Euro angesprochen. Ich ging gestern davon aus und lag dort auch 10 Minuten vielleicht richtig, dass der Euro hätte zulegen dürfen. Ich erwartete eigentlich eher schwächere Nachrichten dort, eine schwächere NFP-Zahl. Die Zahl konnte stark überzeugen, jedoch die Märkte erst einmal schwach unterwegs, im US-Dollar jedenfalls. Wir waren noch in einer Long-Position. Die haben wir leichten Verlust geschlossen. Dann haben wir oben nochmal eine Long-Position eröffnet. Die wurde dann auch auf der Short-Seite dann wiederum rausgedrückt aus dem Markt. Zunächst die leichte Schwäche. Und das hatten wir sehr oft gesehen. Der Markt tendierte in eine Handelsrichtung bei den letzten News-Events, die wir gehandelt haben. Kleine Bewegung und dann entsprechend doch wiederum Korrektur auf die andere Seite. Das Ganze war auch gestern der Fall. Von daher bin ich einigermaßen froh, dass wir, ich sage mal, mit einem blauen Auge gestern den Tag überstanden haben, leichte Verluste erleiden mussten, allerdings, wie gesagt, hier auch jetzt keine Bank dort gebrochen haben. Was war los? Wir hatten gekauft den Euro-Dollar und den Euro-Dollar auf der Long-Seite einmal dicht gemacht. Dann hatten wir noch unsere Kauforder, die ausgelöst wurde, oben bei der 1,1298, interessanterweise. Da sieht man auch gerne mal oben, der eine würde sagen, Stop Hunting vom Broker. Der andere, wie ich in dem Fall, würde sagen, da war das Problem ganz einfach, dass der Spread sich verbreitert hatte und wir dort genau knapp oberhalb hier ausgelöst wurden.
bevor der Markt kollabiert war. Jetzt sieht es weiterhin auf der Short-Seite danach aus, als dürften wir natürlich hier weiteren Druck sehen. Also der US-Dollar meldet sich ein Stück weit zurück. Wie gesagt, Feiertag in den Vereinigten Staaten heute, trotzdem Druck auf der unteren Seite, spricht auch im Euro-Dollar dafür, dass wir durchaus wiederum hier zurückfallen. Ich erwartete zunächst ja eigentlich, dass der Euro weiterhin aufgrund der vorgezeichneten Situation auch zulegen dürfte oder auch könnte. Das Ganze auch laut Wochencharte nicht unbedingt abwegig. Wir haben hier einen langfristigen Trend der Short-Seite verlassen. Der Markt tendiert nach oben. Das könnte bullisch aussehen. Das eine wäre definitiv nicht unbedingt die inflationäre Beurteilung des US-Dollars, aber die starke Ausprägung des Gelddruckens dort und die wirtschaftlich vielleicht sogar schneller zu erwartende Erholung im Euro-Raum. Das wäre das, was ich durchaus sehen würde hier, konnte dafür sprechen, dass der Markt vielleicht auf der Long-Seite sich durchaus bewegt. Zunächst aber handeln wir auf der Short-Seite hier. Das hilft uns gerade nicht aktuell, aber durchaus hier die Variante, einen Short-Trade hier zu setzen. Können wir eigentlich machen, warum nicht? Spricht jetzt nichts dagegen. Mit einem, was habe ich jetzt gemacht? Euro-Dollar. Bin noch hier im Euro-Dollar drin. Wieso sehe ich jetzt keine? Was ist hier los? Ich habe das. Okay. Da muss ich nochmal. Das habe ich doch schon mal gehabt hier. Das Falsche. Den muss ich öffnen. Genau. Gerade schon gedacht. So, also ich habe jetzt hier eben gerade, das war das Problem. Ich habe den Euro-Dollar aufgehabt, aber nicht als Black Account hier, sondern als normalen Trade. Handel und anderer Spreads sehe ich entsprechend im Chart nicht. Schon mal gehabt und wusste jetzt nicht genau, woran es dran liegt. Jetzt erkannt, also wir haben hier den richtigen Chart offen, sehen den Trade. Take Profit würde ich durchaus hier vielleicht einmal etwas tiefer legen und warten, wie sich der Markt bewegt. Die 1,12er Marke könnte angetestet werden, könnte fallen. Das Ganze sieht eigentlich gut aus hier. Dafür spricht ebenso, dass das Pfund jetzt gerade wiederum die Südseite antestet. Also auch da sind wir auf dem Südweg und auch das Gleiche hier im Pfund gegenüber dem Yen spricht durchaus dafür. Heißt, ein wenig Risikoaversion könnte im Markt eintreten. Ob das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Ich sehe, wie gesagt, hier keine starken Bewegungen in den Aktienmärkten, schon gar nicht in den USA am heutigen Tag aufgrund des Feiertages. Wir sehen zunächst, dass hier die Märkte, wie gesagt, sich positiv bewegen. Also der US-Dollar erst einmal Nachfrage sieht und wie gesagt, dadurch einhergehend auch die Short-Seite hier im Euro-Dollar und im Pfunde US-Dollar anlaufen könnte und das Ganze dann, wie gesagt, dafür sprechen könnte, dass wir hier weiteren Druck auf der Short-Seite sehen und dieser weitere Druck, wie gesagt, dann sich entsprechend hier auch so als solches bemerkbar machen dürfte. Also, da haben wir dann die Short-Position noch einmal hinzugefügt, hier gerade live. Und dann haben wir nochmal den Euro gegenüber dem Aussie. Das war ein Trade für Sie als Telegram-Kunden, den wir vorhin durchgeführt haben. Das sieht erst einmal gut aus. Der Markt führt bearish hier den Sog wiederum nach unten weiter an. Das Ganze heißt für mich eigentlich hier, dass ich weiteres Abwärtspotenzial sehe. Könnten wir wirklich heute nachhaltig diese Unterstützungszone, an der wir gerade lang geschrammt waren, verlassen nach unten, dürfte das dafür sprechen, dass hier auf der bis zu 1,6170er Seite dort der Markt sich nach unten hin bewegen dürfte. Und wie gesagt, hier die untere Unterstützung natürlich dann weiterhin aufrechterhalten werden könnte und dann der Markt natürlich erstmal weiter abfällt. Passt erstmal und das wären eigentlich auch schon hier, bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, dann am späteren Tag meine Position. Ich glaube, wir haben hier das eine oder andere, was durchaus passen könnte. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, Fragen sehe ich von Ihnen keine. Nils, bist du eigentlich noch lang im DAX? Interessant, ob du da noch eine Idee hast. Ansonsten würde ich sagen, handeln wir so, wie es passt hier für uns. Pfunde US erst einmal Short, dann den Euro weiterhin auf der Short-Seite. Euro Aussie würde ich weiterhin ebenso auf der Short-Seite sehen. Und natürlich dann hier, wie gesagt, auch Pfunde Yen weiterhin auf der Short-Seite handeln. Und Aktien harre ich dann der Dinge weiterhin. Schauen wir nachher an, was dort passiert. Und vielleicht gibt es ja doch noch Änderungen, Möglichkeiten hier in Bezug bis zur US-amerikanischen Handelssession. Nils sagt aktuell nichts. Du traust dem Braten nicht. Genau, ja. I don't trust the, das heißt Braten, the roast. I don't trust the roast, würde man sagen. Und with you is not good cherry eating. Richtig, genau. Also, Gerhard, danke für die Grüße. Wie gesagt, kümmere ich mich noch kurz mal um den Blumenstrauß und zwei Worte Text für meine lieben Kolleginnen Drosula und für
Xenia und Persia, die mir, wie gesagt, hier tagtäglich die Hände ein Stück weit ausreichen für unsere nicht nur Webinare, für die technischen Bedingungen im GoTo, was zu 99% der Zeit ja aufgrund der Hilfe der drei Damen funktioniert. Und vor allen Dingen in dem Fall hier, wie gesagt, einmal ein Dankesstrauß nach Limassol. Schauen wir mal, was wir dort zusammenstellen können. Bis dahin, viel Erfolg am Handelstag. Ciao, ciao, machen Sie es gut.